Gucken Sie mal hinter sich, Herr Hoxton. Warum? Ach, gehen Sie mal am Balkon. Guckt euch das mal an. Wow. Das ist doch mal eine Silhouette, ne? Leute, wie sieht das aus? Sieht das geil oder ist das geil? Sieht doch geil aus, oder? Boah. Leute. Wie sind wir eigentlich hier hingekommen? Ich hab keine Ahnung. Ich war so müde. Nein, erstmal das nicht, aber. Ich. Boah. Guck, die ganzen cool, oder? U-Bahn-Züge hier unten, ey. Und wir können überall raufklettern. Überall. Alles ist frei. Du kannst alles begucken, Leute. Da überall. Nein, auf die Crane, auf die großen Gebäude da oben. Du kannst reingehen und gucken. Warte mal, können wir das Fernglas nochmal nehmen? Warte. Oh, da ist noch was. Zack. Der VNC-Turm ist das. Das weiß ich doch. Hast du den schon? Ja, natürlich. Ich noch nicht. Jetzt zeig mal. Du da hinten, du hast da wieder woanders. Du hast da wieder irgendwie. Militärlieferung. Irgendwelche Blüten angeguckt. David. Blüten? Ich habe keine Blüten. Du hast Blüten angeguckt die ganze Zeit. Warte, da rappelt. Wo? Wo rappelt? Stimmt wieder irgendwie. Da hinten ist noch ein Turm, der wird mir angezeigt. Das Downtown-Stromberg wird mir angezeigt. Also auf jeden Fall, eins haben wir gelernt. Wir haben ja jetzt letztens, da wart ihr ja bei, da sind wir ja hingegangen und haben eben halt den Peacekeepern dieses Energiewerk da zugesprochen. Ja. Ich weiß aber auch, dass wir das nächste Energiewerk, wenn wir es finden, werden wir den das freien machen, Menschen, den freien Überlebenden. Menschen, nämlich auf jeden Fall. Hast du Bock auf einen Burger? Wieso? Ja, aber da hinten die Werbung für einen Burger. Oh, sieht lecker aus. Ja, könnte man heute mal drüber nachdenken, ne? Das wäre eine Idee. Ist ja Sonnenschein und schönes Wetter. Ja. Aber ich hätte mehr Lust auf so Hähnchen oder so. Ach Hähnchenflügel so. Oder sowas. Chicken! Chicken-Wings! Chicken! Ja, so, ich hab so alles, dann gehen wir mal hier rein. Ich habe jetzt alles gesehen. Ich komme mal rein. Ich folge ihm mal. Oh, wer schreit denn hier? Haben die Sex oder ist das ein Baby? Wer schreit hier? Guten Morgen! Moin! Wie sieht das so hinterhofmäßig aus, ne? Ja, ja. Ist so geil, ey. Aber ist schon gewaltig, ne? Und wir sind ja noch nie, wir sind eigentlich erst außerhalb des richtigen Stadtkerns. Ja, wir gucken mal auf die Karte. Ja, wir müssen sowieso jetzt 300 Meter müssen wir jetzt da hinten hin. Boah, was ist hier los? Warum? Story Quest. Ja, okay. Und ich werde da mal eine Markierung. Nee, du musst eine Markierung machen. Ich kann gerade keine. Ah, doch, jetzt geht wieder. Warum? Ich kann auch keine machen, aber egal. Wir müssen da hinten hin, dann in 300 Metern. Ja, ich mach mal. Und ja, ihr werdet weiterleben. Moment, stopp. Das ergibt keinen Sinn. Einfach keinen Sinn. Hier liegen über Leichen. Ja. Egal, wir haben keine Zeit für sowas. Das sind die Peacekeeper übrigens. Ja, genau. Moin, hier können wir runter, Fahrstuhl. Okay. Zack. Juhu! Boah, wow, wie das aussieht hier, ey. Echt geil, ne? Okay, wir gehen weiter. Aua. Da hinten, 300 Meter. Hier geht's lang. Hier. Moment, stopp. Erstmal hier rüber und dann hier runter. So. Und dann hier lang. Hier ist noch ein Sicherheitsbereich und gleich sind wir raus aus dem Sicherheitsbereich. Und dann wird das halt, dann heißt das nämlich rennen. Bereit? Yeah. Wir können auch hier oben rüber, was halten Sie davon? Gute Idee. Mal auf die Häuser. Ja, und dann mit unserem Flyback. Oh, da komme ich doch nicht. Komm ich doch nicht klar. Toll, er klaut mir einfach hier mein Seil. Ich hau schon mal ab, ne? Juhu! Mahlzeit! Die glauben ja gar nicht, was ich nicht alles erwartet habe. Oh, geil. Hier kannst du mit deinem Flyback. Und warte mal, wir gehen mal da oben rüber. Kommen Sie mal her. Ja, genau. Das ist doch mal eine Idee. Geil aus, ey. Leute. Oh, die Sonne. Warum renne ich denn auch um Seil rum? Ich weiß nicht. Du bist ein Seilrunner. Ja. Ein Taurunner. Du bist aufgetauter. Ja, Mann. Sie sind ein ganz schöner Springer, ne? Ja. Also okay, Büro, das wollen Sie? Candle on the Wind. Ja. Und ich die fehlenden Namen der Arschlöcher oh, für meine guck mal, wie das aussieht hier am frühen Morgen, wie an der Küste. Die Leute, die du salzige Luft da. Leute.
Das sieht wir müssen stark jetzt aus. Da hinten rüber, da. 160 ja, Meter. Ich glaube, wir benutzen unseren Schirm. Ich glaube auch. Wollen Sie zuerst, oder? Ich traue mich ja eigentlich gar nicht. Sie wissen ja, bei mir geht es ja immer in die Hose. Aber ich versuche es mal. Warten Sie, Rico. Ja. Oh. Oh, no. Sie müssen auch lenken, ne? Ja, habe ich ja gemacht, aber das war nicht. Ist egal, komm her, ich kann hier lang. Lauf du da hinten lang, ich renn da hinten rüber. Ja, man merkt, ich hab's noch nicht richtig drauf, glaube ich. Wir müssen aber eh über die Brücke. Nee, meine Ausdauer ist auch ziemlich schwach. Ich muss hier über die Brücke. Ich komme zu Ihnen, meine Ausdauer. Ich wäre sonst ich wie ein Sack nach unten gefallen. Hat das mit der Ausdauer zu tun gehabt? Ja, klar, auch. Also die geht auch runter. Oh, da sind welche. Na gut, die haben ja gesagt, ey, wenn du normalerweise... Boah, sieht das cool aus, Leute. Guckt euch das an hier. So, wir sind da. Wir Innenhafen. Hi. Wir haben Befehle abzugeben. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Ach ja, genau. Wir müssen den Befehl ja haben. Da genau. Steht da. Du musst das machen. Yeah. Und du bist der Chief. Der Chief of Master. Master Chief. Hauen Sie rein. Chef. Du bist auch ein bisschen näher gekommen. So. Chef. Chef. Jeff. Mein Name ist Jeff. Lieutenant Rowe, ich habe Befehle vom Commander. Ich bin nicht Rowe. Er ist mit seinem Trupp nach New Dawn Park gezogen. Ich bin Lieutenant Grady. Toll. Ich schätze, dann muss ich weiter. Wovon redest du? Zeig mir diese Befehle, mein Sohn. Ich soll sie Rowe persönlich übergeben. Und ich bin Rowe, wenn Rowe nicht hier ist. Das nennt man Befehlskette. Gib her. Eine Befehlskette, das kenne ich noch. Was zum Henker? Hat der Commander gesagt, warum wir uns ins Stadtzentrum zurückziehen? Er schien nicht besonders darauf aus zu sein, mir irgendwas zu erklären. Ich bin nur der Bote. Also gut, Jungs, packt zusammen. Befehl vom Commander, Rückzug. Wir dürfen zurück zur Basis. Was tun wir? Wir verlassen diesen Außenposten? Hinterfrage mich nicht. Du kannst dich hier draußen nicht unter Meyers Rock verstecken. Ja. Ihr lasst uns im Stich? Was sollen wir machen? Wir sind wehrlos. Los, bewaffnet die Überlebenden und dann abmarsch. An eurer Stelle würde ich Ihnen eine Menge Waffen geben. Die Abtrünnigen haben ein Rollkommando zum Fischauge geschickt. Sonst noch irgendwelche schlauen Ideen, Zivilist? Nur eine Frage. Wo finde ich Roe? New Dawn Park, wie schon gesagt. Weiß nicht, ob sie schon da sind. Bring ihm das hier und sage ihm, dass ich mich drum kümmere. Besser du als ich, Kumpel. Roe wird richtig ausrasten, wenn er das liest. Und ich bin hier, um Leben zu retten, nicht um meins zu verlieren. Ja, danke für den Tipp. Drecksschweine. Wir haben doch keine Chance. Es tut mir wirklich leid, Civi, aber wir haben unsere Befehle. Naja, gut, ich meine, das ist ja nun mal so, ne? Wir können uns nicht einfach zurücklassen. Wir haben wieder eine Sicherheitszone freigeschaltet hier. Ja, hier, die ganz hier, ne? Ruhig, Civi. Mhm. Du kriegst eine Waffe. Liefern Sie die Befehle beim PK-Außenposten ab. Wir müssen noch weiter. Weil wir 365 haben, Meter. Wir haben ja noch mehr Befehle. Also, dann würde ich mal sagen, nicht lange fackeln. Komm, ab nach oben. Erstmal. Oh, danke. Wollen Sie noch ein paar Tomaten? Oh, ich klau mir mal hier einen Tomaten. Kommen Sie mal her. Ach so, da. Ich dachte, Sie gucken hier hin und sagen, wollen Sie ein paar Tomaten haben. Nein, nein. Also mal, hier kann man hoch. Ja, ich sehe schon, wie man da oben nicht hoch kann. Ja, man kann da hoch. Ja, man kann da hoch. Ich bin da auch oben jetzt. Ich bin sogar noch einen hoch. Und ich bin auch hier. Noch einen hoch. Ich bin ganz oben. Ich komme aber nirgendwo hin, weil das gar nicht unsere Schlafstelle ist hier. So, ich bin ganz oben und könnte jetzt hier mit dem Wingsuit zumindest. Was machst du da? Ja, ich bin runtergeflippt. Hören Sie mal, Sie Fluppi. Boah, guck mal, das sieht da aus wie. Ey, das ist ja cool hier mit dem. Ich weiß nicht. Mit dem Wer da unten. Gucken Sie mal, das Wer. Kommen Sie mal. Wer? Ich gehe nach New Dawn Park. Hier ist ein Wer. Dorthin gegangen. Waren Sie Wer? Waren Sie Wer? Sie das Fischauge angegriffen haben. Sie haben Ihre Lager, klar. Aber der Schlechter hat das Fischauge noch nie angegriffen. Selbst sehen Sie das Wer? Ich habe also keinen blassen Schimmer, was in seinem Kopf vorgeht. Psst. Aber wir müssen nach hinten hin. Wir können hier. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, dann. Einfach mal rüberspringen. Klappt. Der Schlechter. Oh. Erzähl mir mehr über Scheiße. Ihn. Scheiße! Ich bin ins Wasser gefallen. Er gab den Befehl, die Stadt mit Chemikalien zu tränken. Warte, ich muss hier wieder hochkommen. Das tut mir leid. Wo ist er denn? Na hier unten. Ich habe meinen Vater einmal in meinem ganzen Leben gesehen. Komm jetzt hoch. Und wenn meine Mutter etwas gut konnte, dann war das Saufen. Sie hat mich verlassen.
Bist du so ein Wolf? Ich bin oben. Oh, scheiße. Wo sind sie denn? Hier, hinter ihnen. Oh nein, wer will... Aua! Weitergehen. Kommen Sie einfach weiter, wir laufen jetzt einfach weiter. Kommen Sie. Warten Sie, wir können hier mit dem Wingsuit uns hochkatapultieren. Ich erinnere mich nur an das Krankenhaus. Ja, mache ich jetzt auch. Schmerzen. Warten Sie, ich muss hier Z drücken. Kurz bevor Sie mich und mir attenten. Alright? Ja. Z. Da ist der Nächste. Konzentrieren wir uns auf den Job, okay? Ich bin, glaube ich, falsch. Oh, scheiße, ich bin total verkehrt. Ich wollte da gar nicht hin. Ui, jetzt bin ich ganz oben. Oh, auf dem Dach. Aua! Also viel. Oh, hallo Freunde. Ich glaube. Scheiße! Oh nein, die wollen mich beißen. Wo sind sie? Ich bin tot. Hinter mir. Oh, der kommt auf mich zugerannt. Die rennen. Ich bin nicht hinter ihnen. Ich muss. Oh, da kommen alle hinter mir. Da will ich mich auch. Warte mal, kann ich nicht von da hinten rüber? Nee, kann ich nicht. Okay, ich muss weg. Nein, die sind alle verseucht. Oh, warte mal, da kann ich. Wow. Oh, ich fall schon wieder runter. Leute, ich hab das irgendwie nicht drauf. Und weg hier. Oh nein, leck mich am Arsch, Kollege. Oh, ich kann ich hier drauf? Ja. Ich sterbe gerade, aber mach den. Sollte sie nicht stören. Ich komme da oben nicht rauf. Ich versuche das hier mit dem Dingen hier, mit dem Gleitschirm, aber... Ja, ich bin woanders. Vielleicht kommen sie ja dann zu mir. So, ich bin oben. Okay. So, ich guck mal, ob ich da irgendwie... Oh, warte mal, hier ist was. Bleiben Sie mal locker. Ja, hier ist... Irgendwas ist hier. Kann ich das auch? Ich würde gerne mal nach oben kommen, wenn das geht. Ja, kommen Sie mal zu mir. Ja, ich bin auf dem Weg. Meter, weil ich bin hier oben. Das ist auf jeden Fall... Warten Sie mal. Gibt's hier Bienchen und so? Ja, gibt's auch, aber ich weiß nicht, ob hier. Wie sind hier... Sie dann darüber gekommen? Ja, ich bin an so einer Luftblase bin ich einfach mal hochkatapultiert. Oh. Boah. Junge. Wenn sie jetzt unten sind, rennen Sie weiter, da ist eine Luftblase hier unten. Rennen Sie weiter. Nein, ich mach das anders. Was ist denn das? 15 Minuten noch? Ich komme schon irgendwie hoch, machen Sie sich keine Gedanken. Okay, was ist denn das? Sie sind da ganz oben, ne? Hier sind Bienchen. Sind cool. Sie ganz oben? Ja. Auf das Haus? Honig und Kamille. Sind Sie auf das Haus? Ja. Ja, warten Sie mal. Muss ja irgendwie auch mal da hinkommen, ne? Honig, ich habe einen Parcoursaufstieg bekommen. Ja, hier, kommen Sie zu mir. Warten Sie mal. Jo, das war eine gute Idee. Da ist er. Muss ja irgendwie versuchen, da hochzukommen. Ach da. Guck. Aber ich komme da oben nicht rauf. Begegnung fehlgeschlagen. Peacekeeper gestorben. Na toll. Ich komme da oben nicht rauf. Können Sie mir mal Ihre Hand reichen? Warten Sie. Rapunzel. Ich versuch mal. Nee. Mit Anlauf auch nicht. Moment, Sie können sich doch da schwingen. Gehen Sie mal zurück und schwingen sich nochmal hier rüber. Also in einem Lauf. Ja, wo denn? Hinter Ihnen ist doch ein... Ja, die ist unten. Echt? Sieht man von hier oben so schlecht. Da oben ist eine Stange. Ich muss ja mal gucken, wie ich da oben raufkomme. Warten Sie mal. Oh, hier sind ein paar Kollegen. Ich laufe mal hier so durch. Guten Tag. Ich komme mal runter. Boah, Leute. Ich komme mal runter zu Ihnen. Ja, ich bin jetzt schon da einmal durchgelaufen. Warten Sie mal. Ach so. Kommen Sie her rüber. Ja. Da werden wir jetzt irgendwie, wir werden da schon irgendwie raufkommen, aber ich weiß nicht. Ja, wir kommen hier rauf. Ich bin ja hier auch rauf. Hier oben geht's hoch. Okay. So, wo waren die Bienchen? Die waren hier hinten. Hier. Wo sind sie? Warum bücken sie sich denn? Was ist mit ihnen los? Ach so, deshalb renne ich nicht. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Hier. Ah ja. Okay, hier ist Kamille. Leute. Wie ist einer gestorben? Wer ist denn gestorben? Was ist denn fehlgeschlagen? Ja, weiß ich nicht. Da unten war irgendeiner. Was interessiert mich denn da, was da unten ist? Gucken Sie mal da drüben, ey. Wir haben doch da hinten so einen Auftrag. Oh, guten Morgen. Oh Gott. Wir müssen doch da hinten hin. Kommen Sie mal. Ja. Oh. Chaka. Sind Sie da? Ja. Das ist schön. Hier oben hoch. Zack und zack. Hey, warten Sie mal. Hier kann man rein. Ja. Nehmen wir mal eben. Oh. Machen Sie Ihren Überlebenssinn. Ach so. Darunter geht's. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Aber ich gehe da mal runter.
Ich bin ja mutig. Auch wenn sie nicht so heißen, ne? Achtung, da ist eine Dark Zone! Kommen Sie nachts wieder! Aber wir sind. Hier sind noch Pilzchen. Nehmen wir den Pilz mit. Aber ich bin ja mutig. Gehen Sie mal weiter. Hier, mit dem Ding, da können wir die. Ah. Dann werden die alle wach. Nee! Nee, 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 ich möchte. Nee, 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 Leute, alles klar, wir kommen, wir kommen. Wir kommen nachts wieder. Wir kommen dann irgendwann wieder, wenn der Kollege draußen ist. Ah, wir wollten ja nochmal gucken, ne? Haben Sie das gesehen? Ja, sie habe ich doch gesehen. Da ist ja das Schlimme, weil ich es gesehen habe. Oh Gott. So, kommen Sie mal her. Safe hier, okay. Und einmal über den Zug rüberspringen. Komm, Kätzchen, hier. Kommen Sie ruhig. Sehen Sie den Bastard an? Was ist denn mit dir? Haben Sie dir eventuell schon mal einen auf die Birne geklopft? Aua! Miri! Ja, ich bin dabei. Der hat mich doch. Aua! Der hat mich. Tritt ihn runter. Der hat mich doch wahrhaftig getroffen. Geh weg! Geh weg! Jetzt bist du leid down. Okay, Junge, du willst auf die Fresse, du kriegst auf die Fresse. Kein Problem, das machen wir schon. Ich muss mich mal eben heilen. Aua! Komm doch an der Seite, geh doch weg. Wir machen die. Warte, du kannst ihn auch hier reintreten in die Nägel. Ja, das habe ich vor. Warte. Oh. Ich versuch's mal, ob es klappt. Ja, der erste hängt. Alle tot. Alle tot. Ja, guck mal, der hat sich hier so. Dann habe ich da reingetreten. Ja, geil. Aber ich muss mal das eben. Sehen wir dann beim Don auf dem Kanal. Ich muss mal eben kurz gucken, weil ich habe. Nice. Das Problem, dass ich im Moment keine Klamotten mehr habe. Hier ist eine Tür. Ich habe kein Medikit mehr. Wir sollten doch Befehle rüberbringen. Kommen Sie mal bitte. Warte, hier warte, zum warte, warte, stopp. Mal langsam. Ist der Außenposten hier, ne? Mal langsam. Ich muss mal eben kurz gucken. Da, Medikit. Ich guck auch mal hier mit dem Überlebens. Aber ich muss ja hier die Kollegen hier nochmal eben schnell hier durchsuchen. Ja. Und der hier hat so ein Dingen da. Und einen Wurfspeer. Du arbeitest ja so gerne mit dem Wurfspeer. Ja, ist manchmal ganz praktisch. So, ne? Wir müssen jetzt da rein. Dann kommen Sie mal. Jo. Machen Sie mal offen. Hm. Lass mich in Ruhe, bitte. Hey, ich suche nach Lieutenant Rowe. Hast du ihn gesehen? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Ich habe Befehle von Major Matt. Lieutenant Grady sagt, er sei hier. Ist schon okay. Wo ist euer Trupp und der Commander? Wir haben gerade das Lager aufgeschlagen, als Abtrünnige uns angriffen. Roe und die anderen, sie haben ein paar erwischt. Dann jagten sie die, die abhauen wollten. Was ist mit dir? Konnte nicht mithalten und hab den Kontakt zu ihnen verloren. Dann griff mich eine andere Gruppe an. Na was toll. Machen die hier? Die Abtrünnigen haben unsere Stellung im Zentrum nicht angegriffen. Oh, Scheiße. Hey, oh. Hier sind immer noch ein paar Ratten. Oh. Vorsicht! Versteck dich! Ja, das ist doch. Fahrt zur Hölle! Guck mal, kann das, ist das möglich oder ist das nicht möglich? Gentlemen, schnappen wir ihn uns! Oh, Leute, ey, du hast ja kaum Gesundheit! Aua, ich bin schon tot! Ein Schlag! Jo, danke. Der hat mich auch weggemacht. Was gibt's doch gar nicht, Herr Hoxton? Ich verblute hier gerade in Ruhe. Die treten mich! Ja, ich kann ja auch nichts machen. Ich liege ja hier. Ey, hast du das? Hast du. Wo sind wir? Wo sind wir jetzt hier? Ich habe selber kaum Gesundheit, ey. Oh, ich will nicht im Wagen. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind wir jetzt hier? Ich will nicht. Alter. Junge. Wo bin ich? Was ist denn da los? Warum bin ich hier in so einem Wagen? Ja, ich auch im Wagen. Ich meine, komm hier nicht raus. Das ist, warten Sie mal, hier kann man über die Steine und Stange laufen. Okay. Da? Ach, da. Sie sind woanders. Nicht da, wo ich bin. Ich kann hier hoch, Moment. Sie sind aber nicht da, wo ich bin. Wo sind Sie doch, denn? Doch, hier, hier. Hallo. Kommen Sie hier rüber. Ich kann hier nicht. Auf dem Tritt da unten und dann da rechts, genau über die Stangen. Und dann hier auf das Mittelteil. Und dann können sie hier am Wagen hochklettern. Ein Glück.
Ja, da müssen wir da wohl nochmal hin, ne? Da hinten ist der Container, da ist die Mission und... Ich freu mich. Da sind unsere Freunde. Scheiße, die sind ja immer noch da. Können wir vielleicht von hier hinten rüber oder irgendwie? Aua! Sind sie denn bereit zu sterben? Eigentlich nicht, ne? Nicht wirklich. Ja, dann komm doch her, wenn ich dran bin. Der Große muss weg, aber erst müssen wir die Kleinen wegmachen. Was halten sie denn davon? Ja, ich überlege gerade, ob ich Mollys schmeiße. Ich habe nämlich Mollys. Ich habe noch ein paar Messer, glaube ich. Ein paar Wurfmesser. Warte mal, Mollys ist auch gut. Ich habe noch ein paar Wurfmesser. Das heißt, ich habe zwar... Habe ich noch Wurfmesser? Ich habe mir fehlen Teile. Scheiße, ich habe keine Wurfmesser mehr. Aua. Ich habe ein Aufputschmittel. Ja, nutzt alles nichts. Wir müssen da ran. Der trifft mich trotzdem. Leute! Ich bin hier gerade am Ausrüsten. Miri? Ja? Kommst du mal mit? Ja, Moment, komm, ich bin gerade am Ausrüsten. Komm, laber nicht rum, komm einfach mal mit. Komm, wir müssen da gar nicht hin. Ich hab Mollys, warte, ich hab Mollys. Komm doch mal her. Ich hab Mollys. Komm mal hier hin. Ja, er brennt. Ach, Mann. Aua, jetzt hat er mich getroffen. Aua, der trifft mich hier ständig. Ich guck mal, ob ich was fertig machen kann, ja? Ich möchte auch ein paar Wurfmesser haben. Ich mach ein paar Wurfmesser, ja? Aua, irgendwas hat mich getroffen. Kannst du mich mal wiederholen? Boah, du bist ja Fifi. So, Kamerad, jetzt bist du reif. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Mir reicht's. Ich schmeiß dir jetzt ein paar Wurfmesser vor die Birne. Ja, klar habe ich noch mehr drauf. Was denkst du? Da, schmeißt er. Der ist fast weg. Aua! Ey, ich bin schon wieder am Boden. Der schmeißt mir einen entgegen und ich bin am Boden, der Ochsen. Ja, ich komme in die nächste Runde. Ich liege immer noch. Beeil dich. Leck mich doch am... Kann ich nicht. Du stehst vor mir. Jetzt bist du gleich weg. Ich kann dir nicht mehr helfen. Ich kann dir leider nicht helfen. Tut mir leid. Was ist das denn für eine Scheiße? Jetzt liegst du. So, jetzt war. Ja, jetzt bin ich auch weg. Du standst gerade die ganze Zeit neben mir. Ja, dann ist doch irgendwas. Ihr habt's gesehen. Könnt ihr bei mir gucken. So, ich bin wieder im Waggon. Okay, du bist im Waggon, ich nicht. Ich komme wieder zu dir. Ach du Scheiße, ey. Da hast du doch gar keine Chance. Die machen dich doch alle. Ja. Aber ich versuch's. Komm da raus aus dem Waggon. Ja, ich bin ja schon bei dir fast. Ja, komm doch. Komm her. Ja, was? Wie willst du mich erschrecken? Nee, mit dir hab ich nichts zu tun, Dicken. Ja, da kannst du schwingen, wie du willst, Junge. Oh, boah, der hat mich weggetackelt, ey. So, und jetzt bin ich tot. Der hat mich voll weggetackelt, ey. Weggedackelt hat er mich. Wow. Bück dich, Arschloch. Oder so kommen noch welche. Woods hat gesagt, keine Gefangenen. Halt da oben aus. Ich verblute ein bisschen. Tritt ihn. Ach, ich bin schon. Ey, der gibt mir ein und ich bin tot. Ja, du hast ja auch kaum Gesundheit gehabt. Echt? Ja. Du musst auch mal ein bisschen auf deine Gesundheit achten. Ich kam ja gar nicht dazu. Hallo. Ja, hallo. Oh, ich bin schon wieder in dem scheiß Waggon hier. Ich muss mal gleich ausprobieren. Eigentlich habe ich Sprengpfeile mehr hergestellt. Ja, aber man muss die auch benutzen können. Leute. Ey, was? Wie schwer ist das denn, ey? Das ist heftig. Leute, ne? Tut uns leid, wenn das hier so ein bisschen, aber wir machen mal eben kurz ein Päuschen, glaube ich. Wieso? Wo sind sie? Ja, hier. Am Waggon oder? Schon weg. Wieso trifft er mich? Von wo trifft mich denn? Ey, das kann doch alles nicht wahr sein. Ach du Arsch bist das. Komm mal her. Da, ich lieg schon wieder. Ich guck mal eben wegen meiner Waffe. Es tut mir leid, Leute. Es ist stinklangweilig. Ich verblute wieder. Ich hab Schockpfeile. Ja, ich muss jetzt erstmal. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwas. Ich hab keine Sprengpfeile. Scheiße. Wir sind ganz schlecht bewaffnet, muss ich sagen. Ganz schlecht. Ich verblute gerade so ein bisschen hier. Ja, ich kann dich aber jetzt hier nicht holen. Nee, brauchst du auch gar nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich jetzt spawne, weil das geht gar nicht, ey. Das stinkt langweilig, ey. Geht ja gar nicht. So, ich bin wieder im Waggon. Ich den auch Leute, nicht. Wir sehen uns beim. Aua!
Ey, komm auf doch die dann Entfernung. Weg, Miri. Ja. Mann. Also, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.